Nicht schlecht. Da. Da bist du. Ich hab dich gesehen. Hast du noch nicht genug? Mana-Salze. Ja, kämpf mal gegen ihn. Ich hab zu wenig Mana. Würde ich mal sagen, um hier Anständiges zu leisten. Oder ich habe halt die falsche... Hier, ich muss nur etwas mehr Mana sammeln, um das dicke Teil benutzen zu können. Ja? Ach, schade. Cool. Alle natürlich. Enderaler Groschen, Goldbarren, magischer Schild. Winterhaut. Frostschaden und Ausdauer pro Sekunde. Das Ding ist cool. Na, wo sind meine Bücher? Da. So. Da ist noch einer. Nicht schlecht. Ja. So, komm mit. Oh. Das würde ich auch gern können. Ja. Okay. Na? Oh, Eiskrolle. Cool. Naja. Sind beide fliegen gegangen. Stimmt, ich habe ja jetzt diesen Perk aktiviert, dass ich da Zeug bekomme. Ach, wir sind auch gar nicht am Ende. Ah. Okay. Warte mal, sind wir hier jetzt auf dem richtigen Weg? Ne, wir laufen falsch rum. Ah. Oh.
Wie geht's hier denn? Ach, da. Hier geht's wieder runter. Ja, komm mit, Jasper. Ich weiß, dass wir falsch sind. Wir müssen... Oh. Oh oh. Oh oh. Nicht cool. Oh shit. Gar nicht cool. Ja. Geht doch. Wenn sind leer? Was soll denn das? So. Objekte, Essen. Es sieht verdammt noch mal cool aus hier. Hey! Boah, war das knapp! Ja? Objekte? Gib mir eine Brezel. Einmal. Nein! Ich möchte. So. Gut, gut. Jasper, da bist du. Ich hab nicht genügend Mana. Ich hab daneben geschossen. Ja, nichts dabei. Und der ist auch leer. Wieso sind die Typen immer leer? Ich brauche auf jeden Fall mehr Mana. Mana ist von oberster Wichtigkeit. Nicht schlecht. Ja. Ja, jetzt eine gute. Das würde ich auch gerne.
Also. Das mit dem Flammenelementar läuft noch nicht so ganz gut, ne? Ah ja. Jesper, du kommst. Das klingt nicht sehr gut. Na sowas, das ging ja schneller als erwartet. Habt ihr den Stein? Ja. Zeig mal. Hm, ja. Sehr gut, das ist er. Dann ist es wohl nun an der Zeit, dass ich euch beiden ein paar Dinge über den Tempel erzähle. Vielleicht kennt ihr die endraläische Legende von diesem Ort. Es heißt, dieser Tempel sei lebendig und der ganze Wald um ihn herum ist sozusagen ein Sinnesorgan von ihm. Hört die Stimmen im Kristall, hört sein Weinen in den Blättern, bla bla, ihr wisst, was ich meine. Zwar sind die meisten dieser Legenden abergläubischer Unfug, aber diese hat einen wahren Kern. Der Tempel hat tatsächlich so etwas Ähnliches wie ein Bewusstsein. Das hat aber weniger mit irgendeinem selbstmordgefährdeten Liebhaber zu tun, als mit einem pyräischen Verteidigungsmechanismus, dem steinernen Herz. Okay. Und was ist dieses steinerne Herz? Indem es den Pyräern erlaubte, etwas Immaterielles mit einem menschlichen Bewusstsein zu verbinden. Das muss nicht einmal ein ganzes Gebäude sein, ein Gegenstand tut es auch. Die Gebundenen, wie man die Menschen, die verbunden wurden, nannte, litten während des Rituals zwar furchtbare Schmerzen, verloren ihren Körper, aber erlangten, je nachdem, mit was sie verbunden wurden, Unsterblichkeit. Na, immerhin. Es ist ein schreckliches Schicksal, ja. Aber mit dem passenden religiösen Gesülze kann man Menschen ja bekannterweise zu allerlei Unsinn bewegen. Diese Bindungsrituale waren aber unüblich. Nicht, dass ihr jetzt denkt, jeder zweite Pyräer hatte einen Verwandten in seinem Kochlöffel stecken. Nur einige wenige Arkanisten der Ishian, einer der herrschenden Priesterkasten, waren in der Lage, sie auszuführen. Um klares Inal zu sprechen. Es gab sehr wenige gebundene Orte oder Gegenstände. Der Tempel ist einer davon. Das erklärt natürlich einiges. Ach, dass es rot, bezweifle ich. Den Untergang seiner eigenen Zivilisation miterlebt zu haben und seither für mehrere tausend Jahre blöd in der Gegend rumzustehen, hat vermutlich einen weniger positiven Effekt auf den Verstand eines Menschen. Aber wir werden sehen. Setz den Kristall in den Sockel dort ein. Eure Waffen bereit. Die Unterbahn befindet sich auf der tiefsten Ebene, wenn Lushishis Theorien stimmen. Eine Frage, Herr Funkenschlag. Warum eigentlich ich? Warum was ihr? Das ist jetzt das dritte Mal, dass ihr mich anheuert und mein Sold ist nicht gerade niedrig. Wieso? Ach, was wollt ihr hören? Eine Liebeserklärung? Ihr seid ein Saufbold und ein Strauchdieb. Aber ihr erledigt, was man euch auftragt. Und das gewissenhaft. Der Tag, an dem ich mein Vertrauen in eines dieser Götterlämmer stecke, ist der Tag, an dem ich nackt durch die Oberstadt tanze und Loblieder auf die Lichtgeborenen singe. Das wäre doch mal ein erfrischender Anblick. Da bin ich mir sicher. Jetzt haltet den Mund. Wir müssen dem Tempel zumindest nicht entgegenschreien, wo er die nächste Fallgrube öffnen muss. Ich möchte da nicht unbedingt drüber latschen. Ach doch. Man kann ihn einfach öffnen. Hätte ich auch vorher gewusst. Hallo.
Stopp. Runenpfeile. Na, da gehe ich nicht unbedingt alleine rein, aber in der Runen. Die Teile immer so schwer sind. Aber der hatte doch. Oh, der hat Knochenmehl dabei.